Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Göon Monthly. Heute, die Kenner unter euch werden es schon entdeckt haben, befinden wir uns im Timberjacks. Regina, das muss ja voll deine Location hier sein als Burger-Fan, oder? Auf jeden Fall. Ich war jetzt hier schon zweimal und es war leider immer voll. Aber heute ist endlich die Premiere und ich freue mich mega. Sei ehrlich, du freust dich auch aufs Essen, ne? Was soll ich sagen? Natürlich. Alles klar, und wir legen jetzt los. Patrick, der Betriebsleiter vom Timberjacks, und ich, wir haben uns jetzt mal ein gemütliches Plätzchen hier ausgesucht. Cool, dass wir hier sein dürfen. Wenn man ja hier reinkommt in den Laden, dann wird man ja direkt mit einer ganzen Masse an Fleisch konfrontiert. Was hat's denn damit auf sich? Wir wollen unseren Gästen einfach zeigen, was wir verarbeiten in all unseren Produkten. Wie ehrlich wir sind, dass wir keine industriellen Produkte nehmen, sondern dass wir alles das, was wir hier machen, auch, dass die Gäste sehen. Ne? Insgesamt ist die Einrichtung ja vom Timberjacks sehr speziell für Göttinger Verhältnisse, würde ich sagen. Wie kommt man überhaupt dazu? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir kein Sperrholz verwenden und keine sonstigen Produkte, sondern dass wir einfach ehrlich sind und Stein, Holz und Metall verwenden. Und wie ist denn die Idee überhaupt für das Timberjacks entstanden? Ja, das war unser Chef. Er hat vor 4 Jahren in Los Angeles auf so einer tollen Bullriding-Maschine, wie wir sie auch haben, gesessen, sich inspirieren lassen und gesagt, okay, sowas möchte ich auch in Deutschland. Bullriding klingt schon mal super. Auch super ist eure Karte. Die ist zum einen super schick, zum anderen aber auch echt vielfältig. Ich sehe da aber auch ganz spezielle Namen, wie zum Beispiel Death or Glory Burger oder den Big Daddy Burger. Wie kommt ihr auf diese Namen, beziehungsweise wer ist da der kreative Kopf von euch? Unser Chef ist da der kreative Kopf und man kann ein bisschen Humor mit reinbringen, man kann ein bisschen sich inspirieren lassen und es sind kreative Burger, die einen kreativen Namen brauchen. Hat das auch irgendeinen bestimmten Länderbezug? Es geht schon ganz klar Kalifornien, Amerika. Ansonsten ist es Eigenkreation auch ein bisschen. Ne? Klingt auf jeden Fall nach Multi, Kulti. Und wir kommen jetzt auch zu unserer gleichnamigen Kategorie Kulti, Multi, so rum. Kulturtipp des Monats im Jungen Theater 2017. Deutscher Herbst. Was wäre, wenn Adolf Hitler wieder erwachte? 72 Jahre nach seinem Ende. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva. Was würde er sehen? Was würde er von der Welt denken? Und vor allem, wie würdet ihr auf ihn reagieren? Die meisten von euch wissen sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Und zwar handelt es sich um eine Komödie nach dem berühmten deutschen Roman Er ist wieder da. Mehr möchte ich auch eigentlich nicht verraten, außer dass ihr hier unten den Link zu dem Stück erst wieder da findet. Und wir sind jetzt auch wieder da mit der Kategorie Sparmodus. Patrick, vielleicht kannst du mal den Göttingern erzählen, wie sie denn hier im Timberjacks sparen können. Die kommt täglich ab 21 Uhr vorbei und die kriegt einen großen Cocktail für einen kleinen Preis. Dann nicht zu vergessen, jeden Montag Double Beef Monday. Da kann man auf jeden Fall gut zulegen bei euch. Da muss ich auf jeden Fall wieder Sport machen. Ja, dann kannst du direkt den Bullriding Contest machen mit den Mädels. Ich glaube, das probieren wir gleich mal aus. Yeah.
peinlichen Niederlage brauche ich erstmal einen Cocktail. Oh, göttlich. Liebe Hausliebhaber, Sean Baker ist als DJ weltweit unterwegs und ist tatsächlich am 22. Dezember in Göttingen im Alpenmarkt. Des Weiteren könnt ihr Prosecco bis Mitternacht in einem Zauberglas trinken. Ich selber weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber ich würde mal sagen, das ist ein Grund, auf jeden Fall mal kurz ins Alpenmarkt zu gehen. Außerdem erhalten alle Frauen 10 Euro Freiverzehr und ihr bekommt alle Cocktails zum halben Preis. Freunde, ich freue mich einfach so dermaßen auf den 14. Dezember, denn da wird die European Outdoor Film Tour 2017-18 gezeigt. Diese Outdoor-Geschichten, sportlichen Höchstleistungen und faszinierenden Begegnungen könnt ihr auf einer riesigen Leinwand um 20 Uhr in der Stadthalle sehen. Weitere Ticketinformationen findet ihr auf dem eingeblendeten Link. Und zu guter Letzt wollen wir ja noch ein bisschen mehr über dich herausfinden, Patrick, und zwar im Blitztalk. Burger oder Salat? Ganz klar Burger. Poppy Cheesecake oder Chocolate Cake? Chocolate Cake. Fußball oder Baseball? Baseball. Frühaufsteher oder Langschläfer? Beides, wenn es sein muss. Draufgänger oder Stubenhocker? Draufgänger. Klopapier zweilagig oder vierlagig? Hier lag ich. Nutella mit Butter oder ohne? Ohne Butter. Socken falten oder in die Schublade schmeißen? Ich glaube, das macht meine Frau. Glück gehabt. Abwaschen vor dem Essen oder nach dem Essen? Nach dem Essen. Jalapenos oder Chili? Jalapenos. Apple oder Windows? Apple. Geschenke aufreißen oder sorgfältig auspacken? Aufreißen, was geht. Feuerzangenbowle oder Dinner for One? Ganz klar, Dinner for One. Dann danke, Patrick, für die Einblicke in dein Leben hier bei Timberjacks. Wir überzeugen uns jetzt auch mal von dem Essen. So, Rebecca, du bist ja auch schon hier ordentlich am Futter, ne? Aber als erstes einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem wohlverdienten Sieg. Und wie ihr seht, haben wir hier schon unser Essen und ich habe auch mega Hunger. Dementsprechend wünsche ich euch noch ein schönes, frohes neues Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr in der Januar-Ausgabe von Björn Monthly. Bis dahin, tschüss!